So, servus, grüß euch zum neuen Video. Heute basteln wir mal was. Ihr habt ja abgestimmt und die Abstimmung ist eindeutig für Basteln hinausgegangen. Und jetzt machen wir da halt mal ein Regal für meine Kappe da. Und da mache ich jetzt einen kleinen Rahmen aus Metall und dann hinterher kommt noch oben Holzbrie drauf, zwei Stück. Die lasse ich dann die Bretter mit Waldkante nur schön abschleifen. So richtig rustikal schaut es dann aus. Und also die Rinde kommt weg, aber so bleibt die Kante donner. Und ja, fangen wir mal an, hätte ich gesagt. Fangen wir mal an. Wenn man da für die Bandsäge habe ich mir so ein Ding bastelt. Das ist so grob dünnerlicht. Und dann habe ich da optimale Auflage. Ja? Supi. So, da habe ich jetzt ein Flachmaterial. Das wird quasi hinter, das wird dann an der Wand aufgeschraubt. Und das Rohr da, da kommen dann die Bretter drauf. Mache die Bretter, mache Abstand 20 cm. Also brauche ich da die Rohrstärke noch. 22 cm das Ding. Also 220 mm. Gut. So, jetzt stelle ich da mal, was habe ich gesagt? 22 cm. 23. 22. Jetzt habe ich da ein Ausschlag. Dann stelle ich da her. Und dann ist das nächste genauso lang. Dafür. Zack, nächste. So, das sind jetzt die zwei, wo an die Wände kommen. Jetzt muss ich schauen, was ich für Länge brauche für die Auflage, für die Bretter. Da schaue ich jetzt erstmal aus, was die Bretter haben und dann mache ich meine Rohre da danach die Länge. So, jetzt haben wir da einen Stoß mit Bretter. Was sieht man jetzt auch nochmal da? Die Kante, die bleibt. Und das Brett, das hat jetzt ja 30 cm ungefähr. Aber so lang brauche ich es gar nicht. 20 langt eigentlich für das Regal, für die Kappe. Die hintere Kante, die schneide ich dann grob sauber ab und die vordere lasse ich so. Also mache ich das Metallstück, mache ich eher so 15, 16 cm, weil das soll ja nicht bis ganz vor ans Brett noch gehen da. Das soll ja da unten ein bisschen verschwinden, einfach dass es schöner ausschaut. Also schneiden wir das auf 15 cm ab, oder? Gehen wir wieder rein. Ja. Dann stelle ich da mal 15 ein. Jetzt da. So, die Rohre, die habe ich jetzt da vom Schneider noch so ein leichter Gradhänger, den mache ich weg, weil das muss ja alles gerade sein beim Schweißen dann. Dann muss ich das jetzt erstmal ein wenig abschleifen. Na? Gute Arbeit. Das kommt jetzt das eine da oben direkt her und das andere da unten bündig. Schieben wir mal den Schweißapparat auf. So, wir schweißen da jetzt mit Wick. Das heißt, hoppla. Dieses Teil da, da ist eine Wolfram-Elektrode drin und die erhitzt quasi das Metall. Und da habe ich noch separat einen Draht für, für das Material halt, ne? Das ist jetzt ein Stahldraht. Und spratzeln wir das da. Hey. Ja, so einmal. Hey! Ach komm, ey! Das ohne Auflage ist das. Das ist warm. So, ich dann gleich keinen Bock mehr, ey. Ach Mann, ey! Kacke da! Voll da mit dem anderen Ding da hin. So. Oh, Gas. Gas. Viel besser. Viel, viel besser.
So, wunderbar. Nächste. Da müssen wir jetzt noch Löcher rein. Heiß, heiß, heiß. Da geht es da einfach, ja, dass ich noch schrauben kann. Nur 60. Und da 60. So, das gleiche kommt jetzt da auch noch, dass ich das Brett festschrauben kann. Immer da 20 rein und nochmal 110. Jetzt so, das ist jetzt der erste fertige Halter. Der hat jetzt da die Löcher drin, wo es an der Wand so festgeschraubt wird. Und da sind noch Löcher drin. Da schraube ich dann von unten das Brett fest. Einmal da und einmal da. Kommt quasi so und so das Brett drauf. Und das war es dann eigentlich auch schon. So, die Halter sind jetzt soweit fertig. Alles schön geradet. Schwarz. Löcher sind alle drin. Und jetzt kommt noch eine Farbe drauf, dass das nicht rostet. Da mache ich eine weiße Farbe, weil die Wand später ist auch weiß. Dann sieht man den Halter nicht so auch. Da muss ich jetzt als allererstes mal. Das ist jetzt eine Verdünnung, kann man Silikon entfernen, da kann man auch nehmen. Das alles entfette, dass der Lack auch sauber hält. Oder einfach ein wenig aufwischen. Dass der ganze Dreck und das Fett alles weg ist. Dann, wenn das putzt ist, auch nicht mehr auffassen, weil die Finger fetten ja auch. Das wäre schon schlecht. Jetzt habe ich da mal Farbe. Ja, ein bisschen was ist noch drin. Muss jetzt mal ein wenig aufrühren. Oh, die hat schon eine Haut gekriegt. Ach komm ey. Jetzt wollen wir nicht drin haben. So, das ist wieder gerührt da. So, und jetzt streiche ich das. Drauf. So, das darf jetzt in Ruhe trocknen da. Da unten ist jetzt natürlich noch nicht gestrichen, das kommt dann später noch, wenn es trocken ist, mache ich da noch. Und ja, jetzt kümmern wir uns mal um die Bretter. Ja. Da haben wir jetzt das Brett. Da schneide ich mir jetzt zweimal 1,20 Meter runter. Das Regal wird 1 Meter, aber ich brauche noch ein wenig Spielraum. Das schneide ich dann noch genauer zu an der Kreissäge. Aber jetzt erstmal schneide ich da einfach 1,20 Meter runter, dass ich es einfach schneller transportieren kann. Jetzt ab zum Hobel. Jetzt schaut es doch dort schon gleich ganz anders aus. Die schneide ich mir jetzt noch zu. Suche ich mir eine schöne Kante raus, die mir am besten gefällt. Hinten noch gerade. Und dann wird es noch abgeschliffen. Dann ist das Regal eigentlich schon fast fertig. Das andere mache ich ein bisschen größer, weil das steht oben an dem Rahmen, steht es über und das andere steht gegen das Flachmaterial dagegen. Deswegen mache ich das jetzt ein ganz bisschen größer. Ein kleines bisschen. Die Schiene drauf.
du da an, mit der Einstellung. Machen wir gleich so, hein, Olaf? Jetzt so. So. So, und schon habe ich meine zwei Regalbretter. Die muss ich jetzt noch schleifen, weil da sind noch raue Stellen. Das ist wichtig, weil ich lasse die unbehandelt. Also da kommt nichts drauf, weil das ist ja eh inne. Aber das muss alles richtig gut glatt sein, weil durch die raue Oberfläche sammelt sich da der Staub drauf und das lässt sich richtig schlecht wegputzen. Darum ist es besser, wenn das glatt ist. Und das mache ich jetzt noch. Ga? Hey! Ruhe ist. Das schleife ich jetzt mal ab da noch. Fange jetzt mal an mit der groben Kannung mit 80, dass da die Unebenheiten noch ein wenig wechseln und das raue. Dann gehe ich nochmal mit 120 drin. So, lege ich jetzt nicht schon einen anderen Schlauch her, weil der riecht mir auch da. So, der ist auch dicht. Weiter geht's. Jetzt hat man da mal einen Vergleich. Das da ist geschliffen. Und das da ist noch unbehandelt, das ist nur gehobelt. Also merkt man schon, das ist jetzt richtig, richtig schön glatt. Und das da muss ich noch schleifen. Das schleife ich jetzt auch noch und dann wird es zusammengebaut. Da ist jetzt der Rahmen. Und der kommt jetzt da so drauf. Einmal so, einmal so. Mal ein bisschen Messer, dass es ungefähr gleich ist. Ja, machen wir wieder 20 cm. Da ist jetzt wichtig, dass der Halter minimal über das Brett übersteht, weil sonst wird das Brett die ganze Zeit die Wand dagegen drücken. Na, spacks mal das mal fester. So, mit. Hebt. Jetzt kommt das Brett. So, von unten da noch her. Ja, genau. So, und fertig ist das Regal. Ich möchte eigentlich nicht viel Aufwand. Der meiste Aufwand ist das Schleifen von dem Holz. Aber so eigentlich ein bisschen Schweiße. Und das war's eigentlich. Gut, Hobelbänk hat auch nicht jeder. Und ein Schweißgerät auch nicht jeder, aber wenn man kein Schweißgerät hat, solche Winkel kann man sich auch kaufen. Und geschliffene Bretter kann man sich auch kaufen. Wenn man das so Natura will, dann braucht man halt irgendwie was aus dem Sägewerk oder so. Also das gibt es im Baumarkt nicht. Aber ich denke, da kommt man auch ran. Und dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr in Zukunft nichts verpassen wollt, den Kanal abonnieren. Und ich sage dann Servus, bis zum nächsten Mal.